Herr Schrader, wie ist denn die aktuelle Lage in den städtischen Einrichtungen? Ja, wir hatten vor 2 Wochen in unserer Kindertagesstätte am Finkenweg eine Erzieherin, die Corona-positiv getestet worden ist. 7 weitere Erzieherinnen hatten sich in Quarantäne zu begeben bzw. auch sich testen zu lassen. Dort sind wir wieder soweit im eingeschränkten Regelbetrieb. Und allerdings hatten wir in dieser Woche die Situation, dass im Bereich der Kita am Kastanienhof eine Erzieherin Corona-positiv getestet worden ist. Dort befinden wir uns ab morgen im eingeschränkten Regelbetrieb. Ansonsten lässt sich allgemein sagen, dass die Inzidenzwerte im Altenburger Land relativ hoch sind. Stand gestern hatten wir einen Inzidenzwert von 279. Und das ist schon, wenn man es mal im Thüringen-Vergleich sieht, relativ hoch. Wir bewegen uns da auf Platz 2 hinter Hildburghausen. Und warum haben Sie sich jetzt entschlossen, den Weihnachtsmarkt abzusagen? Ja, wir haben immer gesagt, 2 Bedingungen gelten für die Durchführung des Weihnachtsmarktes. Die Bedingung 1, der Inzidenzwert muss unter 50 liegen. Und die Bedingung 2, wir würden das auch nur, um Besucherdaten standardisiert erfassen zu können, mit einer sogenannten Hygieneschleuse der Firma SGS durchführen wollen. Die Hauptbedingung konnte nicht erfüllt werden, ich hatte es gerade erwähnt. Wir liegen bei den Inzidenzwerten um fast das 6-fache höher als das, was wir mindestens gebraucht hätten, um den Weihnachtsmarkt durchzuführen. Insofern ist das zwar sehr schade, aber ich denke, eingedenk der aktuellen Situation und Pandemielage für die meisten nachvollziehbar. Und wie geht's jetzt weiter? Ja, gestern hatten sich ja die Bundeskanzlerin und die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten verständigt, wie es in der Zeit nach dem 30. November weitergehen wird. Wie sicherlich auch schon viele von Ihnen über Radio und TV mitbekommen haben, werden die Maßnahmen verlängert, wenigstens bis zum 20. Dezember. Wir warten jetzt noch auf die genaue Verordnung des Freistaates Thüringen. Oberstes Ziel ist, dass die Schulen und Kindergärten offen bleiben, aber es kommt hier und da auch noch zu weiteren Einschränkungen. Das heißt, es dürfen sich nur noch maximal 5 Personen aus 2 Haushalten zusammenfinden. Nicht unbedingt erforderliche private Zusammenkünfte sollen weiterhin vermieden werden. In öffentlichen Bereichen, dort wo der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann, soll auch eine Maske im Mund-Nasenschutz getragen werden, was im Endeffekt dazu führen soll, dass die Infektionszahlen so weit runtergehen, dass in der Zeit von 23. bis 27. Dezember leichte Lockerungen eintreten dürfen. Beispielsweise, dass sich um die Weihnachtszeit wenigstens 10 Personen im engsten Freundes- und Familienkreis treffen können. Alles Weitere wird dann die Verordnung mit sich bringen, auf die wir jetzt auch warten. Und wir würden dann über die Internetseite bzw. Facebook oder Pressemitteilung auch informieren.